Venezuela versinkt weiter im Chaos. Nach der umstrittenen Wahl zur verfassunggebenden Versammlung hat die Generalstaatsanwaltschaft nun Ermittlungen gegen die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro eingeleitet. Der Vorwurf: Wahlbetrug. Maduro und die zuständige Wahlbehörde weisen die Anschuldigungen als unbegründet zurück. Diejenigen, die an diesen Angriffen gegen unsere Demokratie teilnehmen, erwarten sich davon, die Wähler einzuschüchtern. Sie wandeln die Freude über den Frieden in ein Scheitern um und bestehen darauf, 8 Millionen Venezolaner nicht anzuerkennen und unsichtbar zu machen. Der britische Hersteller der Wahlmaschinen Smartmatic bezeichnet die Zahlen zur Wahlbeteiligung als ohne jeden Zweifel manipuliert. Mindestens 1 Million Wähler weniger als von den Behörden angegeben sollen sich an der Wahl beteiligt haben. Eine wichtige Zahl, die zur Anfechtung der Abstimmung führen könnte. Nach dem Willen Maduros soll die verfassunggebende Versammlung das jetzige Parlament ersetzen und eine neue Verfassung ausarbeiten. Die Opposition sieht darin die Gefahr einer aufkommenden Diktatur Maduros. Noch hat das Gremium seine Arbeit nicht aufgenommen. Maduro verschob den Termin von Mittwoch auf Freitag, um die Versammlung, wie er sagt, gut organisiert, in Frieden und Ruhe zu eröffnen. Die Opposition erkennt die Versammlung nicht an und plant weitere Protestmärsche. Weltweit sorgt das Vorgehen des linksnationalistischen Staatschefs Maduro für Kritik. Die USA, die EU und Dutzende lateinamerikanische Staaten schließen eine Anerkennung ebenfalls aus.